Taron ist Schauspieler, auch Aktivist und Produzent auch mittlerweile oder auch schon länger eigentlich Produzent. Hat in Filmen gespielt wie Dogs of Berlin und Soko Leipzig und viele zahlreiche andere Filme, 60 Filme oder über 60 Filme. Hat eine eigene Produktionsfirma, die heißt Pentatainment, wo er Filme produziert oder produzieren möchte, wo es um POCs geht, also People of Color. Es gibt so einen Satz, den finde ich sehr hilfreich, was diese Situation angeht, und zwar, der lautet, für jeden, der sein Leben lang privilegiert war, erscheint Gleichberechtigung plötzlich als Ungerechtigkeit. Und das ist, glaube ich, gerade was auch auf der Welt passiert. So die Art, wie Information weitergegeben wird, ist nicht mehr monopolisiert, so wie früher. Jeder darf mitreden. Ne? Globalisierung, Internet, so jeder bekommt plötzlich eine Stimme. Und da sind viele Menschen, die früher einfach immer privilegiert waren und sich dessen gar nicht bewusst waren, die sind jetzt plötzlich empört und sagen, we want our country back, so diese ganze Trump-Geschichte oder die Brexit-Geschichte oder AfD. Dass mit Weißsein zum Beispiel bestimmte Privilegien einhergehen, wie Zugehörigkeit, also wenn weiße Personen gefragt werden, wo kommst du her, und sie sagen Berlin, dann wird Berlin akzeptiert. Aber wenn Personen wie ich zum Beispiel dann sagen, nein, ich komme aus Düsseldorf, und dann fragen Leute, wo kommst du wirklich her? Als ich vor 25 Jahren damit angefangen habe, da war das wirklich noch ein sehr, sehr harter Kampf. Zu dem Punkt, dass ich so frustriert war, wenn ich ein Drehbuch bekommen hatte, dass ich wirklich vor Wut und vor... ich hatte teilweise Tränen in den Augen, weil ich das nicht fassen konnte, was ich da für Rollen spielen sollte. Und das hat auch dazu geführt, dass ich dann irgendwann ein paar Jahre weggegangen bin. Ich hatte die Ehre, mit Harry Belafonte zusammenzuarbeiten in Amerika. Und ich durfte in seiner Organisation Sankofa, durfte ich mitarbeiten. Und da habe ich jemanden gesehen, der ist jetzt 92 Jahre alt, der ist mit Leuten wie Martin Luther King ist der marschiert. Der hat wirklich sein Leben aufs Spiel gesetzt, um die Gesellschaft zu ändern, eben durch Kunst, durch in seinem Fall Musik und Filme. Und er hat sehr, sehr viel bewegt und er ist aber immer noch zuversichtlich. Also wir müssen gucken, wo können wir Allianzen bilden und wo können sich auch marginalisierte Gruppen gegenseitig empowern und miteinander solidarisieren. In dem Buch Eure Heimat ist unser Albtraum gibt es zum Beispiel ein Essay darüber, wo eine jüdische Person schreibt, wir müssen uns nicht mal mögen, wir müssen uns auch nicht immer einig sein, aber wir müssen füreinander da sein, wenn diese Angriffe passieren. Und ich glaube, das ist unglaublich wichtig, dass wir gemeinsam gucken, in marginalisierten Communities, wie können wir uns gegenseitig empowern, wenn Angriffe stattfinden. Und sie finden statt und sie werden auch in Zukunft stattfinden. Wir brauchen diese Repräsentation insbesondere in den Medien. Wir haben 2019 und es gab vor kurzem die erste schwarze Tatortkommissarin. Und das ist wichtig und gleichzeitig war aber die Rolle auch teilweise problematisch. Und ich glaube, wir brauchen eben viel, viel mehr diverse Charaktere in Film und auch in Schauspiel, in Kunst und Kultur insgesamt. Aber ich glaube, wir müssen eben auch darüber sprechen, wie werden diese Personen dargestellt und wessen Geschichten werden von wem wie erzählt. Also da haben wir es einfach mit einem Land zu tun, das sehr lange überhaupt gar keine Energie reingesteckt hat, eine neue Einheit, ein neues Selbstverständnis, was Deutschland bedeutet, hineinzustecken. Wenn die Menschheit sich verändert hat, dann meistens nicht, weil sie irgendwie schlauer geworden ist, sondern weil es eine ganz maßgebliche technologische Entwicklung gab. Ich weiß nicht, wie viele Leute das wissen, aber die Qualität wird in Deutschland gemessen über die Einschaltquote, ob das jetzt im Fernsehen ist oder auch im Kino. Und die Einschaltquote wird in 5500 Haushalten, wo der Hauptverdiener muttersprachlich Deutsch sein muss, hauptsächlich am Erstfernsehgerät gemessen, sprich im Wohnzimmer. Und da kommt ja selten der 16-jährige Sohn und sagt, heute Abend gucken wir, wo ich Bock drauf habe. Das heißt, es ist entscheidend, relativ alte, weiße Menschen, was im Fernsehen gut ist, weil das Durchschnittsalter im Fernsehen ist 44 generell und öffentlich-rechtlich um die 60, 61, 62. Und solange das die Art ist, wie Qualität gemessen wird, werden Filme, wo du und ich oder wir drei mitspielen, eine Hauptrolle spielen, können gar nicht richtig erfolgreich sein im deutschen Fernsehen. Weil die Quote dann sagt, der Film hat nicht gut funktioniert.
Und ein Produzent wird nichts machen, was nicht gut funktioniert, weil dann macht er keinen zweiten Film. Dass halt oft Filme aus der Sichtweise von weißen Menschen erzählt werden. Und dass meistens die weißen Menschen das Subjekt sind und alle anderen das Objekt. Und das gilt nicht nur für People of Color, sondern es war lange Zeit und ist auch nach wie vor für Frauen oft der Fall. Es gibt sehr, sehr viel mehr Rollen, wo Männer die Hauptrolle spielen als Frauen. Und das ist aber jetzt gerade glücklicherweise ein bisschen im Wandel. Man diskutiert darüber, man spricht darüber. Und da freue ich mich, dass ich in einer Zeit lebe, wo ich diesen Wandel mitbestimmen darf und auch mitbekomme.